Hallo da draußen! Ja, hier haben wir geschlafen. Wundervoller Platz, keine Menschenseele. Es gibt nur einen kleinen Haken, es liegt im Naturschutzgebiet. Ja, wir haben es trotzdem gemacht. Wir nehmen mehr Müll mit, als wir hier gelassen haben. Also alles gut. Alles gut. Wir haben kein Feuer gemacht. Nein, das darf man hier auch nicht, aber wir machen generell eigentlich fast nie Feuer. Aber egal, es war schön hier, aber Slowenien hat ja bestimmt noch viel mehr zu bieten. Und heute schmeißen wir uns in ein geiles Abenteuer. Viele von euch haben uns gesagt, das dürfen wir nicht auf unserem Weg verpassen. Mhm. Und wir besuchen heute jetzt Höhlen. Ja, genauer gesagt die Postojna-Höhlen. Also das sind ja irgendwie, ich weiß nicht, die größten der Welt oder ich muss es nochmal nachschlagen. Auf jeden Fall, ihr habt gesagt, da müsst ihr hin. Es soll wohl ein bisschen teuer sein, der Eintritt. Das werden wir jetzt dann vor Ort checken, wie viel das genau in der Nebensaison kostet. Aber wir haben es ja in Pula schon nicht das Kolosseum angesehen, also geben wir das Geld dann eben hier aus. Ja, wir sind eben nicht jeden Tag in Slowenien, also werden wir das jetzt machen und wir hoffen, dass wir euch damit reinkriegen. Also, bis los gleich. Geht's. Wir sind an den Höhlen angekommen. Ja, Parkplatz ist ziemlich leer. Hier wuseln eine Menge Leute rum. Mal gucken, ob wir... Es parken viele Busse rum. Ja, ob wir jetzt noch in die 12 Uhr Tour reinkommen, weil es ist schon Viertel vor. Und man muss sich immer einer Tour anschließen, sonst kommt man nicht in die Höhle rein. Und wir haben jetzt noch genau 14 Minuten Zeit, um uns ein Ticket zu besorgen, den Eingang zu finden und mal gucken, ob wir es packen. Wir haben es geschafft, wir haben noch Tickets bekommen. Wir kriegen sogar eine deutsche Tour. Ja, und klappt jetzt noch für 12 Uhr? Hoffentlich. Also wir suchen gerade den Eingang, da gehen eine Menge Leute da vorne, gehen wir mal mit. Thank you.
Reiseblogger hängen mal wieder hinterher. Richtig geile Sache. Ja, also dieses Höhlensystem ist ja gigantisch und ich habe allerdings am Anfang ein bisschen Zweifel gehabt, weil ich kam mir ein bisschen vor wie in Disneyland, als ich in diesen Zug da eingestiegen bin. Es wurde dann trotzdem richtig schön da drin. Also das ist ja gigantisch, dieses Höhlensystem. Das Ganze, die Höhle ist 24 Kilometer lang. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ja, und ich habe mittlerweile auch erfahren, es ist nicht das größte Höhlensystem der Welt, es ist das zweitgrößte Höhlensystem der Welt, was für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Dafür ist es aber die tierreichste Höhle der Welt. Mhm. Es gibt sogar 140 Tierarten in dieser Höhle, die ein Leben hier draußen nicht überleben würden. Krass. Ja, was haben wir jetzt gezahlt? Die Höhle alleine wäre etwas um die 25 Euro gewesen. Wir haben aber jetzt noch so ein anderes Paket gebucht, weil da können wir uns jetzt auch noch dieses Felsenschloss anschauen. Da nehmen wir euch morgen mit. Ja, also bis dann. So, mittlerweile ist es schon dunkel und wir stehen mal wieder hier mitten in Postojna auf einem öffentlichen Parkplatz. Weil an den Höhlen hätte man auch übernachten können. Das hätte aber, ich glaube, 18 oder 20 Euro gekostet. Und nach dem heutigen Spaß war das uns dann doch ein bisschen zu viel. Also stehen wir hier auf dem Parkplatz und... Es gibt Burger! Ja! Und jetzt geht's schlafen. Gute Nacht. Und schwupps sind wir wieder auf dem Parkplatz, wo wir gestern schon mal waren. Ja, genau, weil wir haben ja dieses Kombi-Ticket gestern gekauft, als wir die Höhlenbesichtigung gemacht haben. Und damit können wir ja noch weitere Sachen besichtigen. Deshalb gucken wir uns jetzt heute das Vivarium hier noch an. Richtig cool, wenn man das Kombi-Ticket gekauft hat, dann an demselben Tag muss man dann auch die Höhlen besichtigen. Aber man hat 30 Tage Zeit, noch das Vivarium zu besichtigen und das Höhlenschloss, was hier, ich glaube, 9 oder 10 Kilometer von hier weg ist. Und das machen wir dann nachher noch. Mhm. Übrigens, der Parkplatz, der hat 5 Euro gekostet. Es ist angeschrieben, für Wohnmobile würde der Tagespreis 10 Euro sein. Scheinbar sind wir noch als Pkw mit durchgegangen. Ich glaube, die gucken das irgendwie mit der Höhe. Way, richtig cool, ihr dürft mit rein.
Auch dieses Vivarium ist ein Besuch wert. Allein mal die kleinen Viecher lebendig zu sehen, weil in der Höhle selbst hat man kaum das Glück, sowas zu begegnen. Allein im Aquarium ist es schwer, die Tiere ausfindig zu machen und zu finden. Teilweise sind die nur sehr winzig und aber cool. Ja. Einen kostenlosen Audioguide gab es auch noch auf Deutsch hinzu. Also dann kann man sich durch die Höhle bewegen und das Ganze einfach anhören. Ansonsten gibt es Infotafeln auf Slowenisch und Englisch. Das geht natürlich auch. So, und unser Ticket ist immer noch nicht komplett eingelöst. Für uns geht es jetzt weiter zum Prejama Castle, zu dem Steinschloss. Felsenschloss, Steinschloss. Höhlenschloss. Also, wir haben sowas Ähnliches ja schon mal in Frankreich besichtigt. Vielleicht können wir das nochmal einblenden. Ach ja. Ja, ne? Und ich erhoffe mir, dass dieses Schloss hier mindestens so geil wird. Also. Bis gleich. Ja, wir sind angekommen. Ja, Drohne muss leider im Wagen bleiben. Aber der Parkplatz hier ist gratis. Ja. Er ist kostenlos. Ich habe das Klo gefunden. Ich denke ja mal, dass sie früher noch eine Tür hier drin hatten. Aber man hat eine geile Aussicht.
Also die ganze Geschichte von den Höhlen bis zum Schloss, bis zum Vivarium, das ist definitiv ein Muss, wenn ihr Slowenien besucht. Ja, also wie gesagt, es ist nicht ganz geschenkt, aber es lohnt sich absolut, sich das anzusehen. Genau wie die Burg, nicht Predjama, sondern Predjama, habe ich jetzt schon gelernt. Die sieht schon von außen sehr spektakulär aus, aber von innen ist sie wirklich auch nochmal absolut lohnenswert zu sehen. Holt euch auch den kostenlosen Audioguide, den gibt es ja auch wieder in 17 Sprachen, weil dann kriegt man noch ein bisschen Zusatzinfos zu der ganzen Geschichte dieser Burg, die man halt auf den Infotafeln, die aushängen, nicht lesen kann. Also das macht das Ganze wesentlich interessanter. Mhm. Die ganze Geschichte, die wir jetzt erlebt haben, haben uns 87 Euro plus 6 Euro aus dem Souvenirladen gekostet. Ja, weil... Das musst du noch mit, dieses kleine Fläschchen, das ist Terranow-Likör, also Weinlikör. Und wir haben den jetzt gerade probiert im Laden hier und der schmeckt wirklich richtig lecker. Wenn ihr die Burg besucht, nicht vergessen, in den Souvenirladen rein, fragt nach diesem Likör, ja. Lasst euch den zu probieren geben und... Ist super, super lecker und der musste jetzt einfach noch mit. Ich glaube, das war's für unsere kleine Tour. Noch nicht ganz. Für alle Burgenfreaks unter euch, wir haben ja die Burg in Frankreich, die Felsenburg, besucht. Ja. Da gab's wirklich, der Inhalt der Burg hat mir persönlich besser gefallen, weil das war noch Bestand aus früheren Zeiten und die hatten diese richtig krasse Folterkammer. Und wenn euch das interessiert, also das verlinke ich euch nochmal hier oben, guckt euch das Video mal an. Aber eine Folterkammer gibt es auch da drin. Eine kleine. Eine kleinere, ja. Also wie gesagt, in Frankreich war das Ganze noch ein bisschen authentischer und wohnlicher auch eingerichtet im Inneren. Was aber nicht heißt, dass es hier weniger schön ist. Also war auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt reicht's. Das Video wird wahrscheinlich lang genug werden, wenn ich das schneiden werde. Wir beenden das Video hier. Wir sind raus. Ihr kennt die ganze Prozedur und tschüss. Tschüss.